Hey Freunde, Eddie hier von Filmbazar. Am 8. August 2024 kommt The Dead Don't Hurt, ein Film von Viggo Mortensen, in die Kinos. Diese Mischung aus epischem Western und tragischer Liebesgeschichte bringt eine interessante Dynamik zwischen historischen Kontexten und emotionalen Erzählungen. Der Film spielt im Amerika der 1860er Jahre, kurz vor dem Bürgerkrieg. Die Handlung dreht sich um die emanzipierte Franco-Kanadierin Vivienne Le Coudy, gespielt von Vicky Krieps, und den dänischen Einwanderer Holger Olsen, gespielt von Viggo Mortensen. Die beiden verlieben sich und versuchen, sich in der kleinen Stadt Elk Flats, Nevada, ein gemeinsames Leben aufzubauen. Doch als der Bürgerkrieg ausbricht, meldet sich Holger freiwillig und Vivienne bleibt allein in einer von korrupten Männern dominierten Stadt zurück. Mortensen, der nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch Regie führt und das Drehbuch geschrieben hat, zeigt in seiner zweiten Regiearbeit nach Falling 2020 ein beeindruckendes Gespür für visuelle Erzählungen und emotionale Tiefe. Der Film, inspiriert von den Kindheitsgeschichten seiner Mutter, präsentiert eine starke weibliche Hauptfigur, die sich in einer feindlichen Umgebung behaupten muss. Vicky Krieps glänzt in ihrer Rolle als Vivienne, indem sie die Stärke und Verletzlichkeit ihrer Figur meisterhaft darstellt. Ein bemerkenswerter Aspekt des Films ist die Kameraarbeit von Marcel Züskind, der die raue Schönheit der amerikanischen Landschaften einfängt und die Einsamkeit und Isolation der Charaktere betont. Die Wahl von Drehorten in Durango, Mexiko und Kanada trägt zur Authentizität des Films bei und verstärkt das Gefühl, in eine vergangene Zeit einzutauchen. Die Besetzung umfasst neben Mortensen und Krieps auch Solly McLeod als Weston Jeffries, Danny Houston als Bürgermeister Rudolf Schiller und Garrett Dillahunt als Alfred Jeffries. Jeder Schauspieler bringt seine eigene Tiefe und Komplexität in die Charaktere ein, was den Film zu einer fesselnden Erfahrung macht. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Danny Houston, der den machthungrigen Bürgermeister spielt und eine bedrohliche Präsenz auf die Leinwand bringt. Die Musik, ebenfalls von Mortensen komponiert, unterstreicht die melancholische und manchmal beklemmende Atmosphäre des Films. Das Sounddesign und die Filmmusik tragen wesentlich zur Stimmung bei und helfen, die emotionalen Höhen und Tiefen der Handlung zu betonen. Die Szenenbilder von Carol Spear und Jason Clarke sowie die Kostüme von Anne Dixon tragen dazu bei, die historische Authentizität des Films zu wahren. Sie schaffen eine glaubwürdige Welt, die den Zuschauer in die Zeit des Bürgerkriegs versetzt und gleichzeitig die persönlichen Geschichten der Charaktere in den Vordergrund stellt. Trotz seiner Stärken hat der Film auch Schwächen. Einige Szenen wirken etwas langatmig und die Erzählung verliert gelegentlich an Tempo. Dennoch schafft es Mortensen, das Interesse des Zuschauers durch starke Performances und eine dichte Atmosphäre aufrechtzuerhalten. The Dead Don't Hurt ist ein solider Film, der durch seine visuelle Pracht und die starken schauspielerischen Leistungen besticht. Während die Handlung manchmal ins Stocken gerät, bietet der Film genügend emotionale und visuelle Anreize, um sehenswert zu sein. Fans von historischen Dramen und Western werden sicherlich auf ihre Kosten kommen. The Dead Don't Hurt bietet eine interessante Mischung aus Western und Liebesdrama, die trotz einiger erzählerischer Schwächen überzeugt. Der Film startet am 8. August 2024 in den Kinos und ist eine moderate Empfehlung für alle, die ein tiefgründiges und visuell beeindruckendes Filmerlebnis suchen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch und abonniere unseren Kanal, um keine weiteren Updates zu verpassen. Liken und abonnieren nicht vergessen.